am literarischen Quartett nehmen heute wie üblich teil Sigrid Löffler, Profil, Wien, Jürgen Busche, Hamburger Morgenpost, Helmut Karasek, Der Spiegel, Hamburg. Und Marcel Reich-Ranitzky, nach wie vor bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Meine Damen und Herren, heute habe ich in der Zeitung gelesen, dass der Regierungssprecher erklärt habe, die Waffen-SS sei keine verbrecherische Organisation gewesen. Die Opposition ist mit dieser Erklärung nicht einverstanden. Es wurde über dieses Thema heftig debattiert. Ein Beispiel mehr, dass die Vergangenheit doch nicht vergangen ist. Es sind 44 Jahre seit Kriegsschluss, seit Zusammenbruch des Dritten Reichs. Der überwiegende Teil der deutschen Bevölkerung ist nach 1945 geboren. Trotzdem interessiert sich diese Bevölkerung für die Problematik des Dritten Reichs? Nein, eben deshalb ist sie nicht daran interessiert, diese Problematik zu verdrängen. Es gibt unzählige Beweise dafür, dass das Interesse heute viel stärker ist als vor 20 oder 30 Jahren. Hängt mit dem Generationswechsel eben zusammen. Und es ist kein Zufall, dass die beiden Reden, die das stärkste Echo aus sehr unterschiedlichen Gründen in Deutschland hatten, nämlich in den letzten Jahren meine ich, nämlich die Rede des Bundespräsidenten zum 8. Mai, zum 40. Jahrestag der Kapitulation und des Zusammenbruchs, sowie die Rede Jenningers, des ehemaligen Bundespräsidenten, aus verschiedenen Gründen das stärkste Echo hatten. Wir wollen uns heute überlegen, wie die deutsche Literatur mit der Problematik des Nationalsozialismus zurande gekommen ist. Wir befassen uns hier nicht mit der Literaturgeschichte. Und das alles wird überhaupt nicht literarhistorisch, was wir anstreben. Wir werden uns zunächst mit Büchern befassen, die zwischen 33 und 45 oder 647 im Exil entstanden sind. Romanen, aber auch Theaterstücken. Aber unter zwei Aspekten. Wir stellen die Frage, wie wird in diesen Büchern das Dritte Reich gezeigt? Zweitens, was haben diese Bücher uns heute zu sagen? Was bedeuten sie hier und heute uns? Und dann werden wir uns mit der Literatur nach 1945 befassen, die wiederum dieselbe Problematik nun aus anderer Sicht dargestellt hat. Wir beginnen mit einem Roman, den ich für einen der bedeutendsten der letzten 40, 50 Jahre halte, mit dem Roman Das siebte Kreuz von Anna Segers. Entstanden in den Jahren 37, 39 in Paris, erstmalig veröffentlicht in Amerika. Sehr bald auch verfilmt mit Spencer Tracy in der Hauptrolle. Der Roman spielt 37 und erzählt die Geschichte von 7 Flüchtlingen, die aus dem Konzentrationslager Westhofen, es gab tatsächlich ein Lager Osthofen, aus einem Konzentrationslager fliehen. Die Handlung des Romans spielt 7 Tage. Innerhalb von 6 Tagen werden 6 lebend oder tot gefangen. Der 7. wird gerettet. Dieser Roman ist, glaube ich, ein Buch, das uns alle heute angeht, ein Buch, das von höchster Aktualität ist, ein großer moralischer Roman. Ich hätte gern gewusst, wie die Damen und Herren das sehen. Was ist die Aktualität des Buchs? Die Aktualität besteht darin, dass der Hauptflüchtling Georg Heisler 7 Tage lang durch deutsche Lande flieht. Vor allem durch die Gegend, in der Gegend spielt das Buch, aus der Anna Segers stammt. Mainz, Worms, Speyer, Frankfurt am Main. Jeder Mensch, den er auf seinem Wege trifft, ahnt, dass das ein Flüchtling ist. Manche wissen es. Jeder muss sich entscheiden. Entweder hilft er ihm oder er denunziert ihn. Jeder ist vor eine moralische Entscheidung gestellt. Und ich glaube, dass diese moralische Entscheidung, gezeigt an einem Extrembeispiel, Drittes Reich, Terrorstaat, größtes Risiko eines Individuums, das nicht den Mann denunziert, denn es wird ja durch Funk, werden alle aufgerufen, ihn sofort zu melden. Dieser Roman ist dadurch ein rein moralischer Roman. Er ist in viel höherem Maße ein moralischer Roman als ein politischer Roman. Denn gleich möchte ich eins sagen. Derjenige, der entscheidend dazu beiträgt, dass dieser eine einzige von den 7 Flüchtlingen, Georg Heisler, gerettet wird, der Kommunist Heisler,
Der, der dazu entscheidend beiträgt, ist ein Nazi. Ein kleiner Nazi, röder, ganz unwichtiger Mann, ein alter Kumpel, der weiß, das ist ein alter Kommunist, der ahnt, dass der aus dem Lager geflohen ist, aber er hilft ihm. Er hilft ihm aus einem einzigen Grund. Es siegt der menschliche Anstand. Ist ein Kumpel in Not, man muss ihm helfen. Dieses Buch, sehr erstaunlich, ist ein Roman, geschrieben von einer aus Deutschland vertriebenen Autorin mit einer ungeheuerlichen Hoffnung und mit sehr viel Vertrauen zu den einfachen Menschen, die in diesem Land leben und die, ob sie nun einen Ausweis der NSDAP in der Tasche tragen oder nicht, letztlich doch alle dem Heisler, wenn nicht helfen, so jedenfalls das Leben nicht erschweren und so seine Flucht ermöglichen. Ich weiß nicht, Herr Reichranitzky, ob das wirklich ganz der optimale Einstieg in unsere Diskussion war. Sie haben jetzt sehr stark betont, welche moralischen Qualitäten dieses Buch hat. Wenn wir uns heute mit der literarischen Bearbeitung des Dritten Reiches auseinandersetzen, glaube ich, müssen wir aufpassen, worüber wir reden. Beurteilen wir hier die Gesinnung, die uns gefällt oder nicht gefällt, oder beurteilen wir die literarische Qualität? Beziehungsweise, was hat eigentlich die Qualität, die literarische Qualität so eines Buches mit der Gesinnung zu tun? Ich glaube, da muss man sehr aufpassen. Ich glaube, dass zunächst mal die Moral eines Buches oder die Gesinnung nicht unbedingt schon eine Qualität eines Buches ist. Ich werde gern antworten, aber vielleicht wird sich Herr Karasek erst äußern. Ich wollte zu dem Buch etwas sagen. Das Buch hat einen bestimmten historischen Hintergrund von der Autorin her. Das heißt, die Autorin war im Exil. Sie hat es zu einer Zeit veröffentlicht, als der Narzissmus noch am Anwachsen war, als er noch seine größte Machtfülle nicht erreicht hat. Und sie hat gefunden, und das ist wohl das ein Thema des Romans, dass ein symbolisches Zeichen genügt, dass einer entkommt, um das System in Frage zu stellen, dass einer diese ganze Moral, wie Sie das genannt haben, in Gang setzt und dadurch zeigt, das System ist nicht perfekt, es hat Lücken. Der Roman war also auch ein Wunsch- und Hilfeschrei, ein literarischer, ja, und ist so gemeint gewesen. Was aber Frau Löffler mit der Moral meint, will ich doch auch fragen. Wenn man über die Literatur des Faschismus diskutiert, über die Literatur, die sich mit dem Faschismus auseinandersetzt, dann ist man sehr schnell bei der anderen Frage, konnte auch der Faschismus selbst eine eigene Ästhetik hervorbringen, die groß war? Und ist Literatur, wenn sie moralisch verwerflich ist, dann auch automatisch schlechte Literatur? Ja. Oder ist Literatur, die moralisch gut ist, automatisch gute Literatur? Also genau das würde ich schon einmal bezweifeln. Und ich denke, wir werden das dann besonders im zweiten Teil der Diskussion sehen, wenn wir über die Literatur nach 45 reden, wo ja die große Beknirschungsliteratur angesagt war. Aber ich glaube, auch bei der Literatur des Exils müssen wir unterscheiden. Tatsächlich, was Sie angesprochen haben, ist bestimmt ganz richtig. Es ist eine Hoffnungsliteratur, die Segers schreibt. Sie würde gerne wünschen, dass die Deutschen sich so verhielten. Sind. Ja, ja. Dass es so eine Solidarität gäbe. Ja, ich bin, Sie haben damit das, was ich gesagt habe, überhaupt nicht widerlegt. Ich bin völlig mit Ihnen einverstanden, dass das ein Wunsch der Segers war. Sie wollte, dass das deutsche Volk, das sie in einem großen Querschnitt in dem Roman gezeigt hat, sich trotz Terror und Nationalsozialismus menschlich einigermaßen anständig verhält. Das war ihre Hoffnung. Jetzt die Frage, Gesinnung und Kunst. Ich habe nicht zufällig dieses Buch an die Spitze gestellt, weil es einer der ganz wenigen Fälle der gesamten deutschen Exilliteratur dieser Zeit ist, dass in einem Roman, ich spreche noch nicht von Gedichten oder Dramen, aber in einem Roman gelungen ist, mit dieser Gesinnung, über die wir schon gesprochen haben, ein in sich vollkommenes Kunstwerk zu schaffen. Ich glaube, dass dieser Roman sprachlich in der Darstellung der Figuren, in der Darstellung des Milieus und vor allem der Atmosphäre nicht bis heute,
nicht nur aktuell geblieben ist, aber es gibt kein besseres Buch, das die Atmosphäre des Alltags im Dritten Reich besser zeigen würde. Und das, ich rede von Dingen, von denen ich ein bisschen was weiß. Ich war damals im Dritten Reich, im Jahre 37, in dem die Handlung spielt. Sie hat eine Sache gemacht, die Segers, die kein Exilschriftsteller gemacht hat. Die Exilliteratur ging immer damals davon aus, dass in Deutschland alles irgendwie zusammengebrochen ist. Einspruch, euer das Ehre. Ganze, doch, das normale Leben geht weiter. Sie zeigt, dass sich die meisten Menschen im Dritten Reich um Politik kaum gekümmert haben. Wir haben über ein zweites Buch zu sprechen, nämlich über das Beil von Wandsbek von Arnold Zweig. Es spielt nicht zufällig im gleichen Jahr wie der Segers Roman und es zeigt ein völlig intaktes Deutschland, in dem sich die Leute ganz normal verhalten, in dem das Dritte Reich überhaupt nicht am Zusammenbrechen ist. Ich wollte nur diese Einmaligkeit. Verzeihung. Der Roman von Arnold Zweig ist ein beachtliches Buch, aber ein Beispiel dafür, wie aus der Exilperspektive das Dritte Reich falsch dargestellt wurde. Was er da gezeigt hat, hat er im Wesentlichen auch zeigen können über eine Welt aus dem Kaiserreich oder der Weimarer Republik. Arnold Zweig hat diese Atmosphäre eben nicht gekannt. Und ja, die Segers hat sie genau gespürt. Also, Herr Reichernitz, das kann man, glaube ich, so nicht stehen lassen. Erstens mal, der Nationalsozialismus ist im Wesentlichen auch aus einem wilhelminischen Deutschland erwachsen. Dieses wilhelminische Kleinbürgertum war schließlich die tragende Schichte des Faschismus. Das darf man doch nicht vergessen. Also, insofern hat der Arnold Zweig gar nicht so Unrecht gehabt, dass er diese wilhelminische Aura dieses Fluidum dargestellt hat. Und dann nur ein Satz noch. Ihr Anspruch geht dann doch von einem ganz bestimmten Realismusbegriff aus. Nur dann können Sie dem Arnold Zweig vorwerfen, er hätte diesen Realismus nicht getroffen. Wenn man aber diesen Realismusbegriff und diesen Anspruch gar nicht stellt, dann bricht der Vorwurf gegen den Arnold Zweig in sich zusammen. Darf ich eine einzige Ergänzung dazu noch unterbringen? Es gibt eine Szene, hätte ich fast gesagt, in dem Arnold-Zweig-Roman, wo der Gefängnisdirektor, der so ein wilhelminisch anständiger Konservativer ist, mit seiner Tochter dasteht und in seinen Gefängnisbereich ist ein KZ eingegliedert worden, Fulsbüttel, und er guckt aus dem Fenster und man hört auf einmal einen schrecklichen Schrei einer Frau. Und der Gefängnisdirektor sagt, wahrscheinlich kriegt da gerade jemand ein Kind. Er weiß natürlich, dass das eine Lüge ist, die er vor sich und seiner Tochter aufrechterhält. Ich finde, sowas zeigt die Atmosphäre, die Feigheit unter aufrechterhaltender Fassade, dass er sich nicht zugeben will, wenn er wüsste, dass da gefoltert wird, müsste er als Gefängnisdirektor, der doch noch eine Moral hat, einschreiten. Das tut er aber nicht. Ich finde, dass solche Sachen von einer großen Genauigkeit sind und sehr wohl beschreiben, was Frau Löffler beschrieben hat, da war noch die alte Fassade und langsam wurde die von innen zerstört und in dem Buch wird sie auch nur ganz langsam zerstört. Ich finde das richtig, dass Sie darauf abheben, dass hier diese alten wilhelminischen Eliten sich darüber weggelogen haben, was da passierte. Nur, was mir in beiden Romanen fehlt, ist eben der Aspekt, dass es ja nicht diese alten wilhelminischen Eliten auch in der Mittelschicht waren, die das Besondere des Dritten Reiches ausmachten unter der nationalsozialistischen Diktatur, sondern dass es da durchaus ein Pathos von Sozialrevolution gab, das sich in der Praxis des HJ-Alltages oder dieser Volksgenossenschaften, wie sie sich nannten, gegen diese Eliten wandte. Das heißt also, wenn da zum Beispiel, das haben wir immer wieder gehört, wenn da der Sohn eines Chefarztes oder eines Fabrikdirektors in der HJ ankam, dann wurde der erstmal niedergemacht als einer von dort oben. Und diesen Aspekt, dass es eine Perversion vorgeblicher Anständigkeit, vorgeblicher progressiver Gesinnung gab, die sich einbrachte in die Untaten und in die Gräuel des Alltags, in der Unterdrückung der einzelnen Menschen, das eben haben die Exilautoren nicht gesehen. Das ist also ein Fanatismus, ja, und zwar ein durch... Von welchem Buch sprechen Sie? Im Beil von Wandsbek kommt alles, was Sie sagen? Ja, natürlich kommt das davor. Aber ich rede jetzt, Sie haben jetzt gerade davon gesprochen, das wollte ich jetzt nur korrigieren, dass es die
Eliten des Wilhelminismus waren, die dann das Dritte Reich gemacht hatten. Aber daneben gibt es da die Emporkömmlinge, ja. Da gibt es den, der Hauptheld ist, gehört einer SS-Gruppe an. Ja. Und ist keineswegs ein Elite-Mensch, ja. Sondern einer, dessen Geschäft nicht gut genug geht, weil Hitler hat ja versprochen, er wird die Macht der Warenhäuser brechen. Und ja. Genau in seiner Nähe ist ein Warenhaus, das ihn als Fleischer kaputt macht und ein ehemaliger Kriegskamerad und Freund verschafft ihm diesen Hinrichtungsauftrag. Ja. Also die werden schon alle geschildert. Ja. Und da wird auch geschildert, wie die Leute sagen, wenn irgendein Unrecht passiert, ach, der Führer, der würde das nicht dulden ja. Und so. All diese, ja, ich wollte mich nur dagegen wehren. Ja. Also ich war erstaunt bei der Wiederlektüre, wie auch ein Mann wie Arnold Zweig. Ich habe damals nicht bewusst in Deutschland gelebt, also ich war zu klein. Wie der doch die Atmosphäre ziemlich genau trifft. Na, vor allem glaube ich, das Thema des Buches ist doch vielleicht unglaublich aktuell. Ja. Dieser Fleischer, vielleicht sollte man es für die Leser, die das noch nicht, vielleicht nicht so parat haben, im Moment noch ganz kurz sagen. In Fuhlsbüttel wird ein Henker gesucht für vier Antifaschisten, die eingesperrt sind und hingerichtet werden sollen. Der ist mit verhindert. Mit einem fragwürdigen Urteil. Ja, die unschuldig sind. Ja. Und der Fleischermeister bekommt diesen Extra-Auftrag, um 2000 D-Mark soll er diese Hinrichtungen vollziehen. Er tut es in der Hoffnung, dass er damit Karriere macht und es nützt ihm gar nichts, denn er wird von, spricht sich herum, er wird boykottiert, sein Laden geht kaputt und er endet durch Selbstmord. Es wird also eigentlich das Thema, wenn ich das richtig sehe, ist die Korruption eines Mannes, der sich, eines kleinen Mannes, der sich gerne mit der Macht arrangieren möchte und glaubt, er könnte damit Karriere machen. Ja. Frau Löffler, Sie sagten vorher, es ginge um den Realismusbegriff. Ich verstehe das hier überhaupt nicht. Denn beide Romane, von denen wir reden, sind rein realistische Romane. Also man kann nicht mit dem Realismusroman den einen Roman so und den anderen so beurteilen. Darum geht es hier überhaupt nicht. Realistisch doch, die Anna Seegers hat ein bisschen eine andere Perspektive. Ja. Also ja. Die hat manchmal eine Ich-Perspektive und manchmal eine objektive, während der Zweig durchgehend den allwissenden Erzähler hat. Naja, gut, er ist ein traditioneller Schriftsteller. Verzeihen Sie vielmals, was ist an der Anna Seegers so besonders realistisch? Sie beschreibt ein Wunschdeutschland, wie sie als Kommunistin es gerne gehabt hätte, dass es gewesen wäre. Ja, wo keine Denunzianten am Werke sind, sondern lauter kleine Leute, die einem bedrängten KZ-Flüchtling weiterhelfen. Nein, das ist eine Wunschvorstellung, das ist eine Utopie. Es sind genug Denunzianten da, aber sie kommen nicht zum Zuge. Und sie denunzieren ja, 6 Leute werden ja gekreuzigt und ermordet, nur einer von den 7 entkommt. Es gibt aber einen Satz, den, glaube ich, die Leser, die das Buch jetzt nicht parat haben, aus dem Film kennen, in dem das eigentlich gipfelt, die Zuversicht der Leute, wo sie sagen, wir kleinen Leute haben immer Angst, die Herrschenden wissen alles, Tatsache ist, sie wissen nichts. Und dieses, dass die Herrschenden nichts wissen, macht uns zuversichtlich, unseren Weg zu folgen. Kreuz, oder? Im 7. Kreuz. Ja, ich kann Ihnen die Stelle wörtlich zitieren. Ja. Da heißt es einmal, die Gestapo weiß alles. Und darauf antwortet ein anderer, die Gestapo weiß so viel, wie viel ihr mitgeteilt wird. Ja, gut, und das wird radikalisiert und Sie wissen eigentlich nichts. Das heißt, wenn wir solidarisch und selbstbewusst handeln, dann können wir durchkommen. Und da stimme ich Frau Löffler zu, es ist ein Wunschdenken, denn das Problem, und das möchte ich schon wirklich sagen, im Dritten Reich bestand ja darin, dass es Leute gab, die im Bewusstsein anständig zu sein und im Bewusstsein irgendetwas Progressives zu tun, sich diesem Verbrecherregime zur Verfügung stellten. Da beginnt ja das Problem. Und dieses Problem ist allerdings in der Emigrantenliteratur, das ist nicht deren, das ist denen nicht vorzuwerfen, ausgeblendet. Ja? Ja. Das merkt man auch in späteren Romanen, dass im Grunde dieser fatal anständige Nazi, wenn man so will, der tauchte dann später irgendwie als Chimäre auf. Aber das machte das doch, glaube ich, für unsere Eltern so schwierig, dass es diese Figur gab, dem man individuell das persönliche Engagement nicht absprechen konnte, wo man aber einfach wusste, dem darfst du dich nicht anvertrauen. Ich glaube, es ist etwas, was man also als große Schwäche dann auch bei Brecht feststellen kann. Es hängt mit der marxistischen Faschismustheorie zusammen. Die marxistische Faschismustheorie, die aus dem verständlichen Wunsch und aus der verständlichen Erfahrung entstanden ist, dass der Kommunismus von den Nazis zum Todfeind erklärt worden war und ausgerottet werden soll, hat wiederum sich eingeredet, der Faschismus sei der letzte Ausweg eines
verreckenden Kapitalismus und Imperialismus, der nur noch zum Untergang verurteilt werden kann, den man also mit einer gewissen Gewissheit und durch so symbolische Akte wie im Siebten Kreuz einfach seine Wahrheit nehmen kann. Das ist genauso in Brechts Stücken. Das ist übrigens in der Nachkriegsliteratur bei Anders noch so ähnlich. Ja, darauf werden wir gleich zu sprechen kommen. Nun, ich habe meine Schwierigkeiten mit dem Beil von Wandsbek, unter anderem deshalb, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das Dritte Reich zu jener Zeit so ungeheuer schwer hatte, einen Henker zu finden. Man musste da einen Fleischermeister beauftragen, also eigentlich einen Dilettanten, nicht ganz für den Beruf geeignet vielleicht. Entschuldigung, Herr Marcel, das ist also, da sollten Sie die geringsten Schwierigkeiten damit haben, denn das ist die wahre Geschichte. Die hat sich Herr Zweig nicht ausgedacht. Der Fall ist ja wirklich passiert. Und die Schwierigkeiten, die das hatte, erklären sich genau daraus, dass der richtige Henker ist krank geworden. Und der Gefängnisdirektor sieht darin eine Chance, aus diesem Gewuschel rauszukommen. Da laufen ja noch Begnadigungsverfahren beim Hamburger Senat, der sich ja trotz Reichsstatthalter etwas mehr sperrte gegen die Nazi-Egalisierung als andere Gebiete in Deutschland. Das weiß man ja, dass das so war. Also ich glaube nicht, dass das erfunden ist. Er hat es geschrieben aufgrund einer Notiz in einer Provinzzeitung, eine 7-Zeilen-Notiz. Ob das wirklich gewesen ist, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir jetzt darüber diskutieren sollten. Es sind zwei verschiedene Romane auf hoher literarischer Ebene, auf viel höherer, meine ich, der Segers-Roman als der Zweig-Roman. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein ganzer Stadtteil Wandsbek sich von einem Fleischermeister abwendet, SS. Ein Einzugsgebiet. Er hat es ja schwer, sein Leben zu In der Hamburger Sozialisation, wo tatsächlich diese Stadtteile durch Berufsgruppen gebildet wurden, in denen sehr starke familiäre und soziale Abhängigkeiten herrschen, ist das nun sehr wohl vorstellbar. Das ist ein fruchtloser Streit, denn tatsächlich ist das so passiert. Also jedenfalls hat's da Arnold Zweig aus einer Zeitungsnotiz so gelesen. Naja gut, aber er gibt ja auch an, welche Zeitung es war. Aber ich gebe gerne zu, dass die Wirklichkeit oft nicht sehr wahrscheinlich ist. Aber vielleicht schauen wir uns einen anderen Roman an, der sich mit derselben Epoche beschäftigt, nur mit einem Milieu, das wir besser kennen als das Arbeitermilieu und Kleinbürgermilieu bei der Segers oder das Milieu bei Arnold Zweig. Klaus Manns Roman Mephisto, auch damals geschrieben in der Emigration, verfilmt unter anderem mit Brandauer, mit einer Figur im Mittelpunkt, einem Schauspieler, der Karriere macht im Dritten Reich, Intendant wird von Hermann Görings Gnaden, er heißt Hendrik Höfken. Wir alle wissen natürlich, gemeint ist der ehemalige Gatte der Schwester des Autors, der Erika Mann, ihr Mann Gustav Gründgens, der Intendant. Ich glaube, dass das ein Roman ist, der am falschen Beispiel das Dritte Reich, vor allem das Milieu der Künstler, Journalisten, Schriftsteller und so weiter darzustellen, bestrebt ist, am falschen Beispiel. Weil die Karriere eines Schauspielers gleichgesetzt wird mit der Situation des Individuums im Dritten Reich. Ich glaube, Schauspieler wollen immer Karriere machen, ob was für ein Regime da herrscht. Es gibt da eine berühmte Antwort, die mich sehr beeindruckt hat, von Werner Krauss, den man gefragt hat, sagen Sie mal, haben Sie keine Hemmungen gehabt, den Mussolini in einem Stück von den Napoleon in einem Stück von Benito Mussolini zu spielen. Und darauf sagte Werner Krauss kurz, den Schauspieler möchte ich sehen, der eine Napoleon-Rolle ablehnt. Ja, er hat leider die Jude Süß-Rolle auch nicht abgelehnt. Und zwar hat er mehrere gleiche, er konnte mit einer war er gar beantwortet nicht. Jetzt nicht die Frage, die er gestellt hat. Ich glaube, dass das Schauspielermilieu, ich will nicht behaupten, dass Mephisto ein großer Roman ist. Das ist auch ein persönlicher Enttäuschungsakt, ein Rachefeldzug, das ist manches. Aber was ich nicht verstehe, dass Sie meinen, ein Schauspieler sei kein gutes Beispiel. Ich will mal Folgendes sagen. Die Problematik, die in dem Mephisto-Roman enthalten ist, das Dritte Reich war sich sehr wohl bewusst, dass es ein Aushängeschild braucht. Es brauchte Film, es brauchte Theater, es brauchte Musikerglanz, es brauchte Kulturglanz. Einen Teil des Kulturglanzes musste es aus ideologischen Gründen vertreiben. Das hat ihm so leid getan, dass ein Mann wie Goebbels zu Fritz Lang gegangen ist und hat gesagt, wollen Sie nicht bei der UFA weiterfilmen?
Da hat Fritz Lang gesagt, ich bin, meine Mutter ist Jüdin, ich habe die falsche Mutter. Sagt, das können wir in diesem Fall übersehen. Mit der Remarque war dasselbe. Remarque war nicht ohne jüdische Mutter. Bei Remarque war der Remarque hatte einen ganz politischen Roman gegen die Nazis, der für sie einen der größten Aggressionen war im Westen, nichts aber Neues. Lieber, ein Emissär von Goebbels war bei Remarque in San Ronco oder wie das heißt, am Lago Maggiore und hat ihn gebeten, zurückzukommen, hat ihm offeriert, was er für fabelhafte Karriere machen. Aber lieber Reichernitzki, ich kann dem nicht zustimmen. Wie können Sie eigentlich meinen, einem Schauspieler müsste man moralischen Rabatt geben? Eben, der will immer auftreten. Gerade hat Karasek die Marlene Dietrich genannt. Die ist nicht gekommen, die wurde auch umworben, sie ist nicht gekommen. Ganz im Gegenteil, sie hat vom Ausland aus in einer unglaublichen Weise gegen das Dritte Reich Fritz agitiert. Lang auch eben. Und zwar, ich habe nicht die warum soll ein Wort gegen Marlene Dietrich zu sagen. Nur eins muss man warum darf ein Schauspieler nicht eigentlich auch politische Courage haben? Langsam. Marlene Dietrich war, als das Dritte Reich begann, schon. Marlene Dietrich war 33, eine weltberühmte Schauspielerin. Es ist schon einfacher, wenn man weltberühmt ist. Gustav Gründgens war auch nicht ganz unbekannt. Aber er war nicht der erste Mann im deutschen Theaterbetrieb. Er war ein relativ junger Schauspieler. Gründgens ist 1900 geboren. Ich würde ja nicht, wir haben es hier leicht, wir sitzen bequem, niemand wird uns nach der Sendung verhaften, obwohl wir es vielleicht verdient hätten. Aber es wäre doch ganz gut mal zu fragen, was ist die Thematik des Mephisto-Romans und was ist die Thematik Gründgens darüber hinaus, kann man für Gründgens anführen? Man kann doch zumindest sagen, es gibt ja diesen fürchterlichen Satz, ich bin bei den Nazis geblieben, ich habe für die Nazis gearbeitet, um Schlimmeres zu verhüten. Mhm. Gründgens, das kann man vielleicht wirklich zu seinen Gunsten anführen, er hat Schlimmeres verhütet. Er hat jüdischen Schauspielern das Leben gerettet, er hat Verfolgte in sein Ensemble er hat geschickt auf diesen Rivalitätsgegensatz zwischen Goebbels und Göring, das wäre zu umständlich, das jetzt zu erklären. Goebbels hatte wohl das ganze Reich, die Kulturhoheit, nur die preußische nicht und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass das die interessante Problematik ist, nicht in sich. Also Herr Karasek, genau das ist doch der Punkt, was Sie eben gesagt haben. Vielleicht war Klaus Mann darüber damals nicht hinreichend informiert. Das ist nicht unser Problem im Augenblick. Tatsache ist, dass Gründgens vielen Menschen das Leben gerettet hat. Er hat, um einen Namen zu nennen, Ernst Busch, ohne Zweifel das Leben gerettet. Und er hat als Intendant der preußischen Schauspieler des Staatstheaters beinahe überhaupt keine Nazi-Stücke gespielt, während andere Intendanten in Berlin sehr wohl. Aber er hat dem Regime Glanz verliehen. Furtwängler hat auch dem Regime Glanz verliehen. Und dass er so vielen Menschen das Leben gerettet hätte, Furtwängler, habe ich nicht gehört. Nein, ich wollte jetzt Gründgens schon anders. Aber jetzt kommen wir zur moralischen Frage im Klaus-Mann-Roman. Im Klaus-Mann-Roman rettet der Schauspieler Höfgen, also der dem Gründgens nachgebildete Starschauspieler und Intendant des Schauspielhauses, das Leben eines antifaschistischen Kämpfers. Er tut es sogar zweimal und schließlich wird der Mann doch hingerichtet. Aber Klaus Mann als Autor sagt, er hat sein Leben und vielleicht auch das Leben anderer gerettet, nur aus einem einzigen Grund. Um ein Alibi zu haben für später, wenn das Dritte Reich vorbei sein wird. Und hier muss ich ganz amoralisch argumentieren. Oh, hätten damals mehr Menschen so gehandelt und Menschen gerettet, andere gerettet, nur um ein Alibi zu haben. Mir ist egal, was für Motive derjenige hat, der mich rettet. Wie mir eigentlich auch egal ist, was für Motive jener hat, der mich erdrosselt oder tötet. Aber gehen wir jetzt nochmal auf den Roman. Was an diesem Roman als Auseinandersetzung mit der faschistischen Komponente bemerkenswert ist, ist ja, dass dem Gründgens, Höfgen, eine zweite Perversion nachgezeichnet wird, die in eins geht. Das heißt also, Nazi-Knecht allein reicht nicht, er muss auch noch sexuell pervers sein. Mit dieser Tänzerin, die ihn dann prügeln muss und dergleichen mehr. Das heißt also, es werden eigentlich zwei Verachtungselemente auf diese Figur hingebündelt. Nein, das missverstehen Sie. Das eine Verachtungselement, das nicht akzeptiert ist durchweg,
nämlich dass er den Nazis dient, und das andere Verachtungsargument, das auf den Beifall derer zielt, die gerade sich um die Nazis scharren, nämlich die sauberen, anständigen, reinen, lupenreinen Deutschen, die sagen, Augenblick mal, einerseits dient er den Nazis, andererseits ist er so eine perverse Sau. Nein, das ist nicht der Inhalt des Romans. Es wird doch eindeutig gezeigt, dass er ein Doppelleben führt. Darum geht es überhaupt. Ja, das wird erzählt. Erlauben Sie, dass ich in drei Sätzen das sage. Klaus Mann wollte einen Schauspieler zeigen, der Intendant wird und der unentwegt erpressbar ist, so wie er, wie seiner Ansicht nach, Gründgens erpressbar war, als Homosexueller. Ja, ja, selber homosexuell wollte Klaus Mann trotz des ungeheuerlichen Hasses gegen Gründgens dieses Motiv nicht einführen und hat ein Ersatzmotiv eingeführt, nämlich der hat eine Beziehung mit einer Negerin. Für den für den Roman und den dramaturgischen Ablauf läuft es ja auf dasselbe hinaus. Es werden also zwei im Grunde Verachtungspositionen in eine Person gekoppelt und das bringt. Nein, das ist gar keine Verachtungspunkt. Für Klaus Mann nicht, aber er schreibt doch für Leser. Er wollte ein Erpressungsmotiv. Nochmal, es ist doch der normale Spießbürger, findet das doch ekelhaft. Ja, gut, das sind doch die meisten, oder? Ja. Naja, nicht die Mephisto-Leser. Ja, das weiß ich nicht, ob er so ausgegrenzt hat, dass er für Minderheiten schreibt. Naja, also beim Schreiben sich zu überlegen. Ich mache mal ein abstruses Beispiel, sich einen Moment lang vorstellen, dass der Tolstoi eigentlich seine Anna Karenina furchtbar gehasst und bloßstellen wollte, weil für einen normalen Spießbürger ist eine Ehebrecherin, die ihre Kinder im Stich lässt, was furchtbar. Das kann ich jetzt im Augenblick nicht nachvollziehen, aber es ist doch in diesem Fall... Er hat recht. Ja gut, vielleicht hat er recht, aber ich will das jetzt nicht diskutieren. Wir reden ja nicht über Anna Karenina. Ich glaube schon, dass er in diesem Falle zwei Motive in dem von ihm ja verachteten Höfgen herausstellt. Und diese beiden Motive stehen in einem für das Publikum, auf das er hinschrieb, Gegensatz. Denn einerseits sehen wir doch heute noch in den Schriften der Republikaner, dieser saubere, reine, klare, ehrliche Deutsche, der da gewollt wird und der, was ja in dieser Konsequenz dieser Nazi-Ideologie steht. Und nun ist da ein Höfgen, ein Intendant, der dort Karriere macht, bei denen, die den sauberen, reinen, klaren und was immer was wollen. Und der hat eigentlich diese zweite Seite, die er mit sich rumschleppt. Gibt es nämlich hinter der Höfgen-Figur noch einen zweiten, gegen den sich Klaus Mann mit dieser Doppeldenunziation, will ich es mal nennen, wendet. Das ist nämlich Gottfried Benn. Auch bei Gottfried Benn ist ja die große Enttäuschung von Klaus Mann, dass Gottfried Benn ein Dichter... Aber Gottfried Benn wird ja in dem gezeigt, in dem Roman, er heißt, glaube ich, Pelzer, der Autor, der ihm nachgebildet ist. Frau Löffler, Sie wollten, glaube ich. Nein, ich habe einen ganz schrecklichen Verdacht. Ich glaube, dass über diesen Roman kein Mensch mehr ein Wort verlieren würde, wenn er nicht ein Schlüsselroman wäre, so wie wir drüber reden, in dieser Betonung der Schlüpfrigkeiten, ja geradezu ein Schlüssellochroman. Ich denke, dass dieser Roman überhaupt keine literarische Qualität hat, dass er auch nicht sonderlich viel über den Nazi-Mitläufer aussagt. Ich glaube, da gibt es bessere Texte. Frau Löffler, ich glaube das auch. Nur, ich will mal so sagen, ich will mal versuchen, diesen Emigrantenliteraturbegriff auch hier mal zu suchen und zu sagen, was damit gemeint ist. Und da denke ich, wir haben Unrecht von später. Wir wissen inzwischen im Unterschied zu all den Autoren damals, wir wissen, dass das Dritte Reich keinen Bestand hatte. Das konnten die alle nicht wissen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, ein Autor wird wirklich, ob jetzt ein großer Roman oder kein großer Roman, wird vor die Problematik gestellt, sich zu überlegen, da stellt sich ein Schubiak, der eine andere Überzeugung hat, den Nazis zur Verfügung und verhilft ihnen dadurch vielleicht zum Sieg. Das ist ihm wichtig. Das war aber nicht das Emigrantenbewusstsein. Ich muss hier unterbrechen. Das war nicht das Emigrantenbewusstsein. Das Emigrantenbewusstsein damals war eher blauäugig zu sagen, naja, 3-4 Jahre, dann brechen sie zusammen. Ja. Die haben nicht geglaubt, wer weiß, ob sie gewinnen oder nicht, sondern die waren überzeugt. Es gibt beides. Es gibt diese ganz furchtbare Verzweiflung, die am stärksten bei den Emigranten natürlich war, in zwei Phasen, nach dem Hitler-Stalin-Pakt, da hat man auf einmal gedacht, um Gottes Willen, wer soll denn den falschen... Nach der Paris-Eroberung. Ja, und nach der Paris-Eroberung. Nach der Paris-Eroberung. Das waren zwei, da dachte man,
gut, Amerika wird Folgendes tun, wird sich aus dem Krieg raushalten wollen, wird sagen, die Europäer, das sollen die mal irgendwie selber lösen, wir können England halten. Das war für die eine furchtbare Vorstellung. Ich will nur sagen, zumindest im Bewusstsein der Emigranten spielte sicher eine große Rolle, dass jede, also auch die Emigrantenromane sind immer zeichenhafte Romane auch. Die wollen Symbole setzen. Herr Karasek, Sie haben völlig recht. Nur die Romane, die nach 1945 in Deutschland über dieses Thema geschrieben wurden, sind alle auch Romane, die Zeichen setzen. Natürlich aus einer anderen Perspektive. Bei dem Klaus-Mann-Roman vielleicht, das hat schon Frau Löffler ich würde gesagt, das nicht gelten damit wir nicht das damit ist wirklich ein Racheakt und kein und ich glaube die Rache und ja, die Denunziation dieses ehemaligen Freundes ist das ist Sie haben völlig recht, es ist ein Racheroman. Es ist aber ein aufschlussreiches Buch, glaube ich, das auf einer bestimmten literarischen Ebene, welche niedriger ist, erheblich als die von Arnold Zweig oder Anna Segers, doch sehr viel Charakteristisches zeigt. Ich denke, aber Freunde, eine Frage. Wie hat es eigentlich vor diesem Hintergrund die Nachkriegsliteratur gemacht, die nun gesehen haben, miterlebt haben, deutsche Schriftsteller, was sich hier abgespielt hat und wie das alles zusammengebrochen ist? Wie sieht das, stelle ich die Frage, in dieser Literatur aus? Also die Nachkriegsliteratur hat ja auch, da kann man auch wieder sagen, mehrere Phasen. Da gab es diese erste Phase angesichts des Zusammenbruchs und der Not, dass man da einfach Bilanz zu ziehen versucht, wie es wieder weitergeht. Aber die Literatur, die uns wohl interessiert, ist die, die wir eine sogenannte Vergangenheitsbewältigungsliteratur nennen. Was meinen Sie konkret? Und die geht also damit los, dass, ich würde Tod in Rom als ein Beispiel nennen. Ja. Das sind Romane, die spielen eigentlich in der Adenauer Restauration, in einer Zeit, wo Globke Staatssekretär wieder wurde, der die Rassengesetze kommentiert hat, wo ein Herr Oberländer, der ein hoher SS-Führer war, Minister, Vertriebenenminister war, um nur diese beiden Beispiele, es gibt noch zahllose andere. Und es ist das Entsetzen darüber, dass im Zeichen des Kalten Krieges die Nazis sozusagen aus der Kiste geholt und rehabilitiert werden. Tod in Rom handelt ja davon, dass ein Bürgermeister, der so ein großer Mitläufer war, nach Rom kommt, um dort seinen Schwager, ist es glaube ich, den SS-General Judejan, in die Heimat zurückzuholen und sagen, du brauchst keine Furcht mehr zu haben, du warst zwar ein Mörder und... Aber Herr Karasek, was Sie sagen, trifft alles zu, aber trifft auf diesen Roman zu. In dem Roman Sansibar von Alfred Anders oder in der Blechtrommel von Grass sieht es schon ganz anders aus. Ja, ja. Also diese Vergangenheitsbewältigung, meine ich, das sind ganz bestimmte Bücher und Theaterstücke. Ja, aber wissen Sie, es hat eine Sache ist wichtig. In Köppens Roman, den ich übrigens sehr schätze, wird ja nicht das Dritte Reich gezeigt, sondern die Konsequenzen des Dritten Reiches. Es werden ja alles Leute gezeigt, die in den 50er Jahren, Deutsche allesamt, aus verschiedenen Gründen für wenige Tage nach Rom kommen und sich dort treffen. Es sind sehr unterschiedliche Leute, die eine sehr unterschiedliche Vergangenheit haben. Er hat damit in Nutze, glaube ich, doch einen Querschnitt, ohne es vielleicht ganz so zu wollen, der deutschen Bevölkerung dieser Zeit gegeben und dort gezeigt. In dem Treffen in Rom. Ja, aber in 7, 8, 9 Personen, die repräsentativ sind. Also die Repräsentativheit, ich meine, ich weiß, ich bin gegen, Ihnen gegenüber da in einer nachteiligen Position, weil Sie Köppen ja so schätzen. Ich finde es aus dem Rückblick jetzt nicht sehr repräsentativ, sondern arg klischiert, was er da zeigt. Also die Deutschen, die da in einem römischen Hotel sind, die singen großer Gott, wir loben dich oder irgend sowas. Es ist also ein wirklich sehr klischiertes Deutschtum, das da gezeigt wird. Ich meine, mir gefällt der Impetus dieses Romans. Mir gefällt, dass da einer mitten in der Adenauer-Ära darauf aufmerksam gemacht hat, wie die Vergangenheit zugeschaufelt werden soll.
Was mir nicht gefällt, ist diese Arg auf Plakate und Symbole. Und ja, Plakat nicht, ich halte es für eine inszenierte Geschichte. Auf Inszenierung. Ja. Ja. Inszenierung. Es, nicht nur inszeniert, aber das Wort stammt nicht von mir. Ich glaube, es hat anders geschrieben. Dies ist eigentlich wie ein Ballett. Ja. Die Figuren bewegen sich wie eine Choreografie. Aber Freunde, das ist kein realistischer Roman. Realistisch ist auch eben nicht als Rückblick, sondern im Versuch der Schilderung des unmittelbaren Lebens in jener Zeit von Arne Schmidt aus dem Leben eines Fauns, wo ein einfacher Angestellter des Landratsamts Fallingbostel geschildert wird mit seinen Bahnfahrten morgens mit dem Zug ins Landratsamt und wie die Leute dort auf den Afrikafeldzug reagieren und wie die ihre Witze machen und wie der Landrat irgendwann das Parteiabzeichen trägt und irgendwann nicht mehr, wo die Niederlage näher rückt und wie sich so einer durchschlägt. Nicht realistisch ist, wie er seine Frau schildert, von der er sich inzwischen gelöst hat, die immer die Karriere ihres Sohnes befördert und sagt, ja, jetzt ist er bei HJ das und jetzt ist er bei der HJ das. Er findet es unmöglich, hat aber aufgegeben, mit dieser Frau zu diskutieren und irgendwann wird er eingezogen und irgendwann ist er tot. Und dann nimmt die Frau das Hitlerbild und schmeißt es an der Wand. Das ist jetzt keine Oppositionsakt, sondern es ist die reine schlichte Wut, die hat mir meinen Sohn genommen und das ist überhaupt nicht antinazisch und diese Frau hat eigentlich nach 45 genauso weitergelebt wie vor 45 und diese, und das ist eigentlich der große realistische Roman eines deutschen Schriftstellers nach dem Krieg über das Leben im Dritten Reich. Aber welchem Faktor verdankt dieser Roman seine Qualität? Ich bin überzeugt, dass es um dasselbe geht wie bei Wolfgang Köppen. Sie sagen, ich schätze Köppen, Sie finden in den Figuren manches klischeehaft, manchen Motiv, Sie mögen partiell auch recht haben. Den Köppen-Roman zeichnet genau das aus, was Arno Schmidt auszeichnet in jenen Jahren. Die Kraft der Sprache. Einer anderen bei Arno Schmidt und einer anderen bei Köppen. Ich bin überzeugt, dass die Romane, die Köppen damals geschrieben hat, ihn als einen Sprachkünstler auf hoher Ebene auszeichnet. Aber jetzt gibt es ein bemerkenswertes Phänomen. Sowohl in dem Roman wie Köppen, wie auch in dem Roman wie Arno Schmidt, in völlig entgegengesetzten Welten, Landratsamtsangestellter, Musiker, wird aus dem Intellektuellen, in diesem Fall die Musik, bei dem jungen Siegfried von Kürenberg, im anderen Fall dem Landratsamt, wird das Intellektuelle, die Welt der Musik, die Welt der Kunst, als die natürliche Gegenwelt gegen die Nazi-Barbarei dargestellt. Und zur selben Zeit erschien und machte Furore ein Roman eines Emigranten, der nun genau zeigt, dass eigentlich auch die Kunst zum Faschismus führt, in dem Roman Dr. Faustus von Thomas Mann. Ja, nun Augenblick. Was Sie eben gesagt haben über die Kunst, trifft ja haargenau auf den Roman von Anders Sansibar zu. Aber wir kehren vielleicht nachher zu Sansibar zurück und wollen doch jetzt bei dem, vielleicht wenn schon der Titel gefallen ist, bei dem Faustus bleiben. Der Roman Dr. Faustus spielt ja auf drei Zeitebenen. Das ist immerhin interessant. Es ist ja die Geschichte des Tonsetzers Adrian Leverkühn. In einem bestimmten Zeitpunkt spielt sich jeweils ab. Dann ist es der Zeitpunkt des Erzählers Serenus Zeitblom, schließlich der dritte des Erzählers Thomas Mann. Sagen Sie mal, Frage, das ist keine rhetorische Frage, ist das ein Buch, ein Roman gegen den Nationalsozialismus? Ja, ich glaube, diese Frage hätte nicht einmal Thomas Mann selber beantworten können. Die Schwierigkeit, die ich jetzt beim Wiederhineinlesen in diesen Roman, den ich seit 30 Jahren nicht mehr angeschaut habe, die mir wieder aufgestoßen ist, ist doch die Grundfrage. Eindeutig sollte doch dieses Leben des Tonsetzers Adrian Leverkühn, der sich dem Teufel verschreibt, um dafür 20 Jahre genial komponieren zu können und dann vom Teufel geholt wird, dieser Untergang dieses Komponisten sollte doch parallelisiert werden zum Untergang Deutschlands, das auch vom Teufel geholt wird. Jetzt frage ich mich wirklich, vielleicht schon indem ich es frage, beantworte ich es ja eigentlich auch schon negativ, ist denn das überhaupt denkbar, dass man eine Geschichte dieses Dr. Faustus parallelisiert mit dem nationalsozialistischen Deutschland? Es hat sogar gegeben. Entschuldigung, es hat sogar historisch gegeben. Es gibt eine fantastische... Deutschland ist bitte nicht vom Teufel geholt worden. Nein, es gibt eine fantastische Stelle bei Max Weber, die Jaspers noch in einem Buch über Max Weber 1933 zustimmend zitiert hat. Da schreibt Max Weber, ich würde sogar mit dem Teufel paktieren,
wenn dieses der einzige Weg wäre, um Deutschland in seine Weltmachtstellung zurückzubinden. Deutschland muss eine Weltmacht werden, schrieb Max Weber, sonst kann Deutschland nicht überleben. Das hat er unmittelbar nach dem Niederlage geschrieben. Und Max Weber hat es 14 Jahre später, nach der ganzen Erfahrung der Weimarer Republik, positiv aufgenommen. Und das hat zu einem fürchterlichen Streit übrigens zwischen Jaspers und Hannah Arendt geführt. Was beweist geführt. Das? Das Nein, beweist ich wollte nur sagen, das Bild, nicht. Die Nähe des Bildes. Besonders fragwürdig. Hat hier was sehr Ernstes und wie mir scheint, Richtiges gesagt. Es geht ist ja doch sehr fragwürdig, wenn man ein Phänomen wie das Dritte Reich auf diese Weise dämonisiert. Also und gleichzeitig man kann ja noch deutlicher sagen, etwas überzeichnend. Nein. Der Wahnsinn Adrian Leverkühns um 1930 wird ja in Parallele gesetzt zum Wahnsinn des deutschen Volkes. Das deutsche Volk sei wahnsinnig geworden, indem es Hitler. Ja, eben. Ich meine damit, diese Dämonisierung und Mythisierung ist etwas unglaublich Gefährliches. Natürlich macht das der Thomas Mann auf eine derartig raffinierte Art. Er nimmt es ja gleichzeitig auch wieder zurück. Er stellt es in Frage. Man kann ihn ja nie so auf eine Position festnageln. Der Roman ist ja. Ich glaube, es ist ja auch ein, man darf ja nicht vergessen, es ist ein Selbstporträt. Es ist die Gefährdung des eigenen Künstlers. Und wenn man das gleichzeitig damit in Parallelen sieht mit dem deutschen Untergang, ist sehr gefährlich. Ich will nur sagen, was Herr Busche sagte, das finde ich schon sehr wichtig. Natürlich gibt es mythologische Bilder, in die sich Nationen reindenken und die sie nachspielen. Nicht umsonst kann man sagen, es kann doch kein purer Zufall sein, oder es ist vielleicht sogar purer Zufall, aber es ist nicht ohne Bedeutung, dass Hitler Wagner liebte und dass Wagners Ring eigentlich ein geschlossenes Bild für den Selbstzerstörungswillen der Deutschen sozusagen musikalisch und literarisch abgibt. Also dieser böse Pakt, der da geschildert wird, dass man also einen Pakt mit dem Irrationalen, ich finde das auch, ich finde das aber keine auch, Bewältigung des Faschismus. Es ist keine Bewältigung. Ich glaube, dass da der Elias Canetti in Masse und Macht bei weitem genauer und präziser diese Art von Destruktion beschrieben hat. Ne? Ja. Hitler als der einzig Überlebende auf dem Leichenhaufen. Ja. Das ist das Bild. Das war aber das ein anderes Interesse. Das war ein anderes Darstellungsinteresse. Legitimes, richtig. Aber es ist völlig. Die Frage ist ja, was bedeutet es heute für uns? Klar. Was haben wir davon? Was erkennen wir in dieser Literatur wieder? Und ich sage halt, für den Elias Canetti erkenne ich etwas mehr wieder. Ja, Sie vergleichen aber ein rein philosophisch-essayistisches Buch mit einem Kunstwerk, einem Darauf Roman. Will ich hinaus, Herr Reichernitzky. Ich frage mich, ob die Literatur wirklich imstande ist, ein Phänomen wie das Dritte Reich wirklich zu ihrem Anliegen zu machen. Ob sie imstande ist oder ob sie es sollte, ob sie es versuchen darf. Dass sie es versuchen darf, sollte, sie alles, ist doch sowieso klar. Aber ob sie es schaffen kann, das frage ich mich. Kann man etwas wie den Holocaust literarisch bewältigen? Ich möchte nicht Ja oder Nein sagen, aber ich glaube, dass eine Literatur verpflichtet ist, früher oder später sich damit auseinanderzusetzen. Also, ob eine Bewältigung daraus wird, ist eine andere Frage. Aber zurück zum Thomas Mann Faustus, weil das missverstanden werden kann. Ich glaube, dass der Hauptimpuls war bei Thomas Mann war, nicht einen Roman gegen das Dritte Reich zu schreiben, sondern über das deutsche Wesen, wie er es gesehen und verstanden hat. Und dem er sich zugehörig fühlte. Dem er sich ja wohl als ein selbstverständlich, dem er sich zugehörig fühlte und das, wie er meint und dargestellt hat auf seine Weise, zum Nationalsozialismus, über alle Phasen des Irrationalismus, führen so musste. Das war der Hauptimpuls. Er wollte ja ein Faustbuch schreiben. Er hat sich doch nicht hingesetzt, was mache ich jetzt gegen das Dritte Reich, sondern er war von dem Faustthema besessen seit vielen, vielen Jahren und wollte den großen Faustroman schreiben. Hier kann ich übrigens etwas erzählen, was sehr wichtig ist. Es wird in diesem Herbst der neue Band, der nächste der Tagebücher von Thomas Mann erscheinen. Ich glaube, es sind die Jahre 1946, 48, mit einem enormen Anhang. Und ich habe von der Herausgeberin Inge Jens gehört, gelesen habe ich es nicht, dass in dem Anhang viele Seiten sind, die Thomas Mann rausgestrichen hat aus dem Roman, ausgemerzte Seiten, möglicherweise zum Teil unter Einfluss seiner Tochter Erika Mann. Unter anderem, und das ist sehr wichtig und interessant, war Adrian Leverkühn ursprünglich homosexuell.
Und die homoerotischen Passagen in dem Roman, wo die darauf anspielen, hat er gestrichen. Dem muss man wieder, kann und muss man entnehmen, dass Thomas Mann sich selber in Adrian Leverkühn in hohem Maße, was Sie gesagt haben, porträtiert hat. Und dann verschleiern wollte. Dann war es ihm schon zu viel des Guten und er hat es wieder zurückgenommen. Lassen Sie uns doch mal zu der Fragestellung zurückkommen, wie kann man das darstellen? Da stand doch, wenn ich das mal historisch rekapitulieren darf, die Vergangenheitsbewältigung der 50er und auch noch der 60er Jahre unter folgendem Dilemma. Die einen sagten, die konservative Seite sagte, natürlich waren das fürchterliche Verbrecher, aber das waren ja Wahnsinnige, für die man dann so ein Bild wie den Teufelspakt gut brauchen konnte. Mhm. Und gegen die konnten wir uns ja gar nicht wehren. Und dann sagten die anderen, und das muss man sich jetzt genau überlegen, nun sagte ja die Linke, nein, Horkheimers berühmte Wort, wer über den Faschismus reden will, darf über den Kapitalismus nicht schweigen. Das ist die Extremform des Kapitalismus. Diese Extremform des Kapitalismus konnte aber mit dem Holocaust nichts anfangen, denn das war ja nun einfach unökonomisch. Das heißt, was in der Phase des Zweiten Weltkriegs die Vernichtungspolitik gegen die Juden an ökonomischem Aufwand erforderte, war so töricht in der Berechnung kapitalistischer Ziele, dass das da nicht reinpasste. Also hat man das mehr oder weniger, diese ganzen Phasen als sentimental, man konnte ja eigentlich über das, was Holocaust war, in einer linksdeterminierten Diskussion in den 60er Jahren kaum reden. Das stimmt nicht, Herr Busch. Ich komme mit dem großen Gegenbeispiel. Sie haben im Ansatz recht, aber Peter Weiß, die Ermittlung ist der erste Versuch, zu zeigen, dass das doch ein sehr ökonomisches Unternehmen war. Und wir wollen jetzt wirklich nicht das so tun. Das war der Bruch, das ist stimmt. Es gibt eine große Theorie, dass man sagt, Jünger hat das noch gesagt, hat gesagt, was für ein Wahnsinn, die Judenvernichtung. Man hätte doch die Züge für was anderes brauchen können, damit hätte man doch den Krieg. Wenn Sie mal wirklich die Literatur darüber nachlesen, dann wissen Sie, dass die KZs sehr wohl als Industrieunternehmen mit großem Profit zunächst betrieben war, dass man also Endlösung betrieben hat an solchen, die der Produktionsbetrieb nicht mehr gebraucht. Das ist sehr verkürzt. Aber die Ermittlung handelt davon. Ja, richtig. Die Ermittlung ist der Durchbruch dazu, das stimmt. Die Faschismusdiskussion in den 60er Jahren hatte ja damit zu tun, und das ist ja auch die notwendige Differenzierung zwischen Faschismus und Nationalsozialismus, dass also die faschistischen Länder, weder Italien oder Frankreich, diesen Exzess nicht kannten. Und dieser Exzess war im Grunde das schwer zu verarbeitende bei der Vergangenheitsbewältigung in den 50er und 60er Jahren. Die einen sagten, gebrauchten den Exzess, daher der Anne Frank Rummel, möchte ich mal fast sagen, in den 50er Jahren, dass man sagen konnte, an so einem Schicksal, an diesem ganzen Thema kann man zeigen, wir braven Konservativen konnten uns gegen diese verrückten Verbrecher, die man überhaupt nicht verstehen kann, gar nicht wehren. Und die anderen sagten, Augenblick mal, das, was hier in diesem Bereich passiert, ist etwas, was wir nicht auf die schlichte Formel bringen können, Faschismus, die Extremform des Kapitalismus. Denn das stimmte offenkundig nicht. Und das hat nach meinem Dafürhalten die Schwierigkeit der Bewältigung dieses Themas in den 50er und 60er Jahren ausgeweitet. Das wurde durch Peter Weiß anders, das ist richtig. Aber die Literatur ist doch nicht die Fortsetzung der Soziologie mit anderen Mitteln. Nee, das brauchen Sie es mir ist nicht ja zu auch sagen, nicht, ist doch auch nicht der Beleg dafür, dass man irgendwelche Faschismustheorien literarisch umsetzt. Das brauchen Sie mir auch nicht zu sagen. Ja, aber Sie haben jetzt so geklungen, als ob Sie das von der Literatur einfordern würden. Nein, aber ich versuche im Augenblick darzustellen, mit was für einer Diskussion, auf was für apologetische Haltungen und auf was für Selbstbehauptungshaltungen Literatur damals reagieren musste. Es ist ja auch faszinierend festzustellen, dass zunächst mal in vielen Büchern der 50er Jahre eine so klare Dezision vorhanden ist, dass die ekelhaften Typen die Nazis sind und die feinen, angenehmen Typen, mit denen man sich gerne identifiziert, die Antinazis sind, was ja nun jeder, der in 50er Jahren gelebt hat und das gelesen hat, wusste, dass er das so nicht in 30 Jahren erlebt hat. Wir können ja gleich dabei ein Beispiel geben. Wir haben vorher vom Toten Rom gesprochen, haben gesagt, das ist eigentlich kein realistischer Roman, ein balletöser Roman, der die Konsequenzen des Dritten Reichs in der Mentalität von 7-8 Personen, Figuren zeigt. Nehmen wir einen Roman, der ebenfalls nicht realistisch ist, ebenfalls balletös, choreografisch komponiert ist,
aber mitten im Dritten Reich spielt, geschrieben in den Ende der 50er Jahre, Alfred Anders, Sansibar. Da haben Sie also eine hochinteressante Sache. Im Mittelpunkt, der Roman spielt, glaube ich, auch 37, wie das Siebte Kreuz, im Mittelpunkt haben Sie zwei Elemente. Die fliehende Jüdin, die gerettet werden soll, und das gefährdete, nicht nur der gefährdete Mensch, sondern das gefährdete Kunstwerk, also das nach Dänemark, oder, ja, Barlas, lesender Klosterschüler, ist natürlich gemeint. Und da haben Sie eine Sache, die hochinteressant ist. Das ist weder zu befürworten, ich lehne es auch nicht ab. Ich sage nur, es ist wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Es tritt in dem Roman kein einziger Nazi auf. Es wird kein einziger Nazi erwähnt. Es gibt nicht den Namen Hitler oder Göring. Die anderen. Er hat eine Parabel angestrebt über das Individuum, das bedrohte, gefährdete Individuum unter den Bedingungen des Terrorsystems. Es ist nicht ganz logisch in dem Buch, denn die Nazis sind die anderen, die Kommunisten sind sehr wohl die Kommunisten, Moskau ist sehr wohl Moskau. Ja. Es ist ja auch ein Roman über die Enttäuschung eines Kommunisten. Klar. Das ist Anders eigene Erfahrung, der sozusagen sagt, muss ich mich opfern, damit da noch ein Feuer in der Dunkelheit brennt. Da kommt ja ein kommunistischer Bote und der Bote richtet auch keinen Parteiauftrag aus, sondern sagt auch nur, ich will fliehen. Das ist sozusagen eher eine Antwort auf das Siebte Kreuz, und zwar eine Antwort, dass man nicht Widerstand leisten muss, sondern dass man eigentlich entkommen kann. Das war aber gut zu schreiben, weil der Krieg war inzwischen verloren. Naja, gut, es zeigt ja, dass der Alfred Anders Zeit seines Lebens ein hoher Bewunderer von Ernst Jünger war. Und die Perspektive, dass man im Grunde die anderen rational nicht beschreiben kann, darstellen kann, sondern weil die eben ausgegrenzt werden, was ja auch eine Entlastungsfunktion für einen selber ist, wenn man sagt, das, was mich da bedrängte, was das Unheil schuf, ist so absurd, ist so wahnwitzig, dass ich da mit der Sprache der Humanität oder der Sprache der Reflexion gar nicht drauf eingehen kann. Das ist eine Haltung, die verblüffenderweise direkt von einem Menschen wie Ernst Jünger, einem Autor wie Ernst Jünger, übergeht in einen Autor wie Anders, der dann eben die Ausgrenzung nur von den anderen spricht. Naja, das halte ich eher für ein bedenkliches Phänomen. Das ist etwas verkürzt, was Sie gesagt haben. Die werden schon dargestellt. Es gibt so einen ekelhaften Hotel oder den Überfall auf den die sind ja völlig am Rand. Ja, es gibt sie schon. Nein, der sagt dann, wollen Sie mir Ihren Pass zeigen? Ja. Und als er dann merkt, dass das vielleicht ein Pass ist mit dem Judenstempel, sagt er, Sie können es auch, sonst kann ich heute Nacht mal nachkommen. Also finden sogar sexuelle Erpressung oder sowas statt. Die gibt es schon. Übrigens, dieser Roman Sansibar ist verfilmt worden von Bernhard Wicki. Ich finde, es ist eine beachtliche Verfilmung, die leider die Figur der fliehenden Jüdin völlig falsch wiedergegeben hat, weil der ganze Sinn der Figur ist, dass es ein 19-jähriges, höchstens 20-jähriges, hilfloses Mädchen ist, das zu fliehen versucht, während die hier von einer Schauspielerin gespielt wurde, die mindestens doppelt so alt ist. Damit ist die Figur verkannt worden. Aber das ist nur ein Nebenaspekt. Jetzt eine andere Frage. Ganz sicher war Anders nicht an einer realistischen Darstellung interessiert, sondern an einer Parabel, die über das Dritte Reich hinausgehen sollte. Daher der Begriff »die anderen«. Wir haben eine ganz andere Perspektive in einem wenig später geschriebenen Roman in der Blechtrommel von Graf. Ich glaube, dass dem Graf mit der Blechtrommel etwas ganz Ungewöhnliches gerade in dieser Hinsicht gelungen ist. Er hat ja mit dem Oskar Mazzerath, mit dem Zwerg, das aussieht wie ein kleines Kind, aber den Verstand eines Erwachsenen hat, einen Beobachter eingeführt, wie ihn die Literatur über das Dritte Reich noch gar nicht kannte. Denn der Mazzerath beurteilt ja nichts moralisch, anders als Köppen in seinem Roman. Graf lässt ihn, das ist ja eine Ich-Erzählung, das ist ja Mazzerath, der Kleine, der da berichtet, ihn erzählen, wie sich alles abgespielt hat, ohne eine Spur moralischer Verurteilung. Ich glaube, dass das damals, als der Roman erschien, eigentlich etwas ganz Ungewöhnliches war. Ob das von Grass sozusagen angestrebt war, weiß ich nicht.
Aber die Wirkung des Romans ging in dieser Richtung. Und er hat ja dann über das Dritte Reich die nächsten beiden Bücher dieser Danzig-Trilogie. Hundejahre, ja, doch eine Menge geleistet. Ich glaube, ich will nur sagen, es sind sehr verschiedene Perspektiven. Lenz hat ja in dem Buch Deutschstunde wieder eine andere Perspektive. Ja, und ich glaube, man darf den Günter Grass und den Lenz gar nicht in einem Atemzug nennen. Die Tatsache ist allerdings, dass Dinge wie zum Beispiel der Siegfried Lenz, die Deutschstunde, oder auch Hochhut mit dem Stück Der Stellvertreter, beide, würde ich sagen, literarisch zutiefst fragwürdige und vielleicht sogar misslungene Texte, trotzdem eine überraschend große Wirkung gehabt haben. Ja, aber vielleicht kann man das sogar als These aufstellen, dass es gar nicht die literarische Qualität ist, die darüber entscheidet, ob so ein Text nach dem Krieg einen Erfolg gehabt hat oder nicht. Naja, also und ob er eine Wirkung hatte. Würde da gern zum Stellvertreter was sagen. Das war natürlich, bereitet sich jede Zeit ihre Lügen wieder auf. Und die Restauration hat sich die Lüge aufbereitet. Zwar haben alle Institutionen im Dritten Reich versagt, aber die Kirchen nicht. Und das war so offenkundig gelogen, denn die katholische Kirche hat nach dem Konkordat mit Hitler sich sehr wohl mit ihm arrangiert. Und man könnte, also ich glaube nicht, dass es eine schlimme Vergröberung ist, wenn Sie sich nur vor Augen halten, was die Kirche zur Rettung der Juden getan hat und was die Kirche zur Rettung der Nazis nach 45 getan hat. Und was die Kirche zur Rettung der Geisteskranken und der Beschädigten während des... Ja gut, aber ich sage nur, also der Hochhut, da geht es nicht um Geisteskranke und nicht um die... Ich wollte nur sagen, das ist ein sehr differenziert zu sehendes Bild. Die Kirche hat bei den Geisteskranken auf eine Stimmung in der Bevölkerung reagiert, da hat sie gemerkt... Und vielleicht auch aus Überzeugung. Gut, das will ich nicht. Die Stimmung herbeigeführt, gut, in Westfalen zumindest. Gut, ich will nur davon reden, dass der Hochhut mit seinem Stück eigentlich so eine Übereinkunft zerstört hat. Die Übereinkunft, dass es da eine moralisch intakte Institution gegeben hat. Und in Wahrheit war da eigentlich ein Papst, der, ich vergröbere, etwas ein Antisemit war. Und der wurde vergessen wir eins nicht. Es ist viel darüber damals geredet worden, denn der Hochhut hat ja mit dem Stück einen enormen Erfolg in Deutschland und im Ausland erzielt. Und immer wieder wurde gesagt, es ist das Thema, das diesen Erfolg zur Folge hatte. Stimmt, das sagen Sie auch. Nur, jeder konnte sich das Thema wählen. Der Stoff lag da. Hochhut hat sich diesen Stoff gewählt. Dass er ihn mit sehr konventionellen Mitteln behandelt hat, unterliegt gar keiner Frage. Konventionell ist sehr geschmeichelt. Na ja, gut, also, lieber, ich bin kein Verteidiger dieses Stückes. Nein, und ich weiß bin ja auch Verteidiger des Stücks, weil ich sage, ein Stück... Ich meine, da sind wir wieder bei der Frage, die Frau Löffler am Anfang gestellt hat. Ja, Qualität und Gesinnung. Muss man denn immer, man muss etwas eine literarische Qualität haben, wenn es so eine große Wirkung hat. Das heißt, das Stück als Theaterkritiker kann man sagen, oder als feinsinniger Mensch kann man sagen, mein Gott, ich habe schon mehr gelacht, ich habe schon bessere Stücke gesehen und wahrscheinlich gibt es 100 bessere Stücke, die untergegangen, nie aufgeführt worden sind. Aber ich will mal sagen, der Hochhut war wirklich ein befreiender Akt in der öffentlichen Diskussion. Gibt es denn nicht möglicherweise eine Interdependenz? Eine zwischen was? Können Sie Deutsch sprechen, Herr Busche? Bitte. Bitte, Herr Busche, ich habe heute bei Friedrich Schlegel gelesen, dass es unerträglich ist, dass in Deutschen so viele Fremdworte benutzt werden. Er hat recht, Friedrich Schlegel. Und Sie, Herr Busche? Gibt es nicht Wort möglicherweise einen sich gegenseitig bedingenden Zusammenhang zwischen der Fähigkeit, so zu vergröbern, dass diese Pius-Figur herauskommt, und dann der damit zusammenhängenden Unfähigkeit, ein gutes Theaterstück zu schreiben? Weiß ich nicht. Das ist eine hypothetische Frage. Ich meine, Frage. Wenn Sie darüber eine Literaturgeschichte schreiben wollen, es ist ein reizvolles Thema. Ich habe Ihnen die Frage gestellt. Ich denke mir oft, dass man aus schlechter Literatur ja auch einiges lernen kann. Also für mich ein ganz unbeschreiblich schlechter Roman ist trotzdem einer, der eine sehr große Wirkung zu seiner Zeit gehabt hat, Ernst von Salomon, der Fragebogen.
Warum ist er so schlecht? Er ist ein hochinteressantes Dokument, entlarvt sich selbst, glaube ich, wenn man ihn heute liest. Der Ernst von Salomon, muss man dazu sagen, ist einer von den großen Freikorps-Kämpfern. Da war er 16 gewesen. Jahre alt, also ein großer Freikorps-Kämpfer ist man mit 16 nicht. Nur mit 16 ist man ja, großer. Mit 26, aber mit 16. Der Ernst von Salomon ist durch diese Jahre geprägt worden. Also ein preußischer Junker, der das Unglück gehabt hat, 1902 geboren zu sein und daher für den Ersten Weltkrieg zu spät zu kommen, der hat seine ganze Mannbarkeit und alle Mannbarkeitsriten und alle Männerbündeleien nachgeholt im Freikorps. Im Freikorps war er dann auch noch in der terroristischen Fraktion. Er war mitbeteiligt am Rathenau-Mord und hat Rathenau und ist dafür 5 Jahre ins Gefängnis gegangen. Er hat sich allerdings dann in die Filmbranche gerettet. Ja. War, glaube ich, zu arrogant, um sich mit dem Dritten Reich anzupatzen. Ich glaube, Hitler war für ihn einfach zu vulgär. Ja. Gut, das so wie und bei Jünger. Nach 45 immerhin ist er in die Mühlen der Entnazifizierung gelangt. Die Alliierten haben ihn in diesem Fragebogen unterworfen. Er hat aus diesem Fragebogen einen Roman gemacht. Ein Bestseller. Ein unglaublicher Bestseller unter den Konservativen. Und warum? Ja. Weil er eigentlich die Verharmlosungsliteratur schlecht hingeschrieben hat. Die Beschwichtigungsliteratur, die wir sind ja ohnehin eigentlich nicht diskreditiert durch das Dritte Reich. Was haben Sie von Salomon erwartet? Ja, das ist eine gute Frage. Die Frage ist nur, warum ist dieses Buch so wahnsinnig erfolgreich? Weil es genau das war, was Millionen damals in Deutschland lesen wollten. Ja. Es ist doch kein Zufall, dass die Bücher des frühen jungen Böll, die ersten 3 Bücher, überhaupt nicht verkauft wurden. Kein Mensch wollte lesen, was er in dem Buch Wo warst du, Adam, geschrieben hat. Und Herr Reich-Ranicki, ich kann das mit dem Hochhut sogar noch ergänzen. Natürlich ist der Hochhut gegen den Willen des Autors auch ein Stück Entschuldigungsliteratur geworden und der Erfolg rührt auch daher. Die Leute haben gesagt, wenn der Papst nicht mal was tun konnte, was konnte ich denn als kleiner Deutscher tun, um die zu retten? Also insofern. Das war ein unbeabsichtigter. Es war sehr beabsichtigte Mohrenwäsche. Ja, das weiß ich. Ja, gut, die Wirkung ist sicherlich da. Nur man darf nicht vergessen, nach dem Rathenau-Mord, nach der Verbüßung der. Gefängnis, der Zuchthaushaft, wurde Salomon Schriftsteller, schloss sich dem linken Milieu um Rowohlt in Berlin an, wurde Freund von Tucholsky und diesen Autoren. In diesem Rahmen wurden seine ersten Bücher, Die Kadetten und Die Geächteten, gutiert. Als das Wort Gerettete war so falsch nicht, als das Dritte Reich begann, als die Nazi-Diktatur begann, hätte zwar Salomon Karriere machen können, ist es richtig. Er war aber in anderer Weise auch ganz schön desavouiert durch das Milieu, in dem er als Schriftsteller in den letzten Jahren der Weimarer Republik Karriere gemacht hat. Diese Wirkung des Fragebogen nach 1945 war eindeutig diese, ich habe vorhin schon das Wort gebracht, das Wort zu sagen, eigentlich waren wir alle anständig, eigentlich sind wir verführt worden. Eigentlich brauchen wir uns gar keinen Vorwurf zu machen, denn die anderen, die waren ja so böse und so absurd und so wahnsinnig, dass wir uns gar nicht wehren konnten. Und dieses stellt er nun auf eine geschwätzige, teilweise witzige, teilweise viele Erinnerungspunkte seiner Leser ansprechende Weise dar. Und dadurch hat das Buch den Erfolg gehabt. Aber es ist absolut richtig. Aber es hat einen beruhigenden Effekt. Wissen Sie, warum es so erfolgreich ist? Weil es eigentlich noch immer auf ein vollkommen reueloses Buch ist. Er weigert sich durch die Geschichte etwas gelernt zu haben. Er sagt doch immer mit einem gewissen Stolz, wir waren Antisemiten und wir sind es eigentlich noch immer. Also das weiß ich nicht. Den antisemitischen Effekt habe ich nicht rausgesehen. Aber ich vergleiche das mal mit Zuckmeyers Teufelsgeneral. Auch da ist die große Feier der Anständigkeit. In den Kerls, die eigentlich einem Verbrecher in die Hände gefallen sind, wofür sie nichts gönnen, die aber sich in Hemingwayscher Manier sagen, Verbrecher hin, Verbrecher her, wir müssen anständige Kerls bleiben und unsere Pflicht tun. Und das ist dieselbe Stimmung. Wobei aber Zuckmeyer wenigstens am Schluss die Katharsis hat. Ja, das ist richtig. Das ist Ausweg, dass diese Haltung nicht ausreichend ist. Das ist richtig. Ist. Nicht? Also ja, das ist diese richtig. Haltung schildert er als deutsche Haltung und sagt dann, aber sie reicht nicht. Ja. Aber in der Wirkung haben Sie natürlich völlig recht, das Stück wurde auch so angenommen. Ja. Es gibt ein anständiges Deutschland und das anständige Deutschland ist bis in die höchste Luftwaffe und bis in die Armee reingegangen. Und es ist ja auch jetzt erst möglich, ich weiß, ich werde
werde jetzt wieder heftigen Widerspruch bekommen. Es ist ja eine lange, lange Illusion der Deutschen gewesen, dass die Wehrmacht anständig geblieben ist. Ja, und erst jetzt wird allmählich immer deutlicher, dass die diese Nazi-Verbrechen von Anfang an, also ich will mal sagen, in ihren eigenen Reihen, und das hat übrigens Zweig schon sehr wohl erkannt, diesen Schleichermord, wir müssen bei dem Salomon-Roman noch eins sagen, weil das ist ganz wichtig. Natürlich hat Salomon das geschrieben, was viele Leser damals lesen wollten. Er hat diese kalmierende, diese beruhigende Literatur, wir konnten ja gar nicht anders, im Grunde waren wir anständige Kerle, die wollten viele Leute lesen, das haben sie von ihm bekommen. Das Buch ist literarisch, meiner Ansicht nach auf einem sehr niedrigen Niveau. Er stellt an Intellekt und Aufmerksamkeit des Lesers sehr geringe Ansprüche. Es ist streckenweise ein trivialer Roman, im Grunde genommen. Das hat den Erfolg des Buches nicht gemindert, sondern umgekehrt vergrößert. Es war viel leichter, das zu lesen, als beispielsweise, auch kein so schweres Buch, Sansibar von Anders. Hier wurde im Klartext alles, was er zu sagen hatte, hat er gesagt. Entschuldigung, darf ich nur eins sagen? Ich möchte doch einen Lichtblick, und ich bin da bei einer jetzigen Diskussion. Natürlich könnten wir jetzt über die schreckliche Trivialliteratur jener Jahre, die wirkliche Trivialliteratur sprechen. Wir müssen über einen Menschen wie Konsalik dann sprechen, der ein ganz schlimmer Autor ist. Aber auf der anderen Seite gibt es in Deutschland das wirklich merkwürdige Phänomen, dass der größte Erfolgstrivialautor Simmel sich gerade jetzt wieder, und daraus hat er nie ein Hehl gemacht, mit dem konservativen Element, das sich dem Faschismus an die Brust schmeißen will, auseinandergesetzt hat. Ob jetzt richtig oder nicht, ich will gar nicht in die Debatte mit Geisler. Das konservative Element will sich dem Faschismus an die Brust werfen. Wollen Sie sagen, der Generalsekretär der CDU, Geisler, will sich dem Faschismus... Nein, das will ich nicht sagen. Ich könnte Ihnen andere Namen nennen, aber ich meine, diese Bündnisfähigkeit der Republikaner, im Rheinland-Pfalz wurde das nicht in der Regierung erörtert? Der ist niedergemacht worden, aber das hat einer dumm gebrabbelt und ist niedergemacht worden. Ich glaube, wir sollten es nicht dabei belassen, was hier gesagt wurde, sehr kritisch. Übrigens von Frau Löffler. Hans-Helmut Kirst ist natürlich auch einer in dem Kriegsband von 0815 dargestellt hat, wie die Wehrmacht Geiseln erschießt und Juden erschießt. Das gibt eine richtige Szene, die dargestellt ist. Herr Busche, lassen Sie mich noch auf eine Sache aufmerksam machen. Wir haben hier wurde von Frau Löffler sehr hart und streng gesprochen über die Deutschstunde von Siegfried Lenz. Man kann diesem Roman sehr viel vorwerfen. Er hat aber eine parabolische Situation geschaffen von hoher Bedeutung. Diese Idee, ein Maler, der so malt, wie das Dritte Reich es nicht will, wahrscheinlich mehr oder weniger Nolde, und ein Polizist, der ihn bewachen soll, der verhindern soll, dass der so malt, diese beiden Menschen werden miteinander verkoppelt, sie sind seit ihrer Kindheit befreundet, und dieses Drama, das sich da abspielt, im nördlichsten Winkel Deutschlands, in einem ganz kleinen Dorf, ist in einem gewissen Sinne schon exemplarisch. Verstehen Sie, so einfach kann man es sich nicht machen. Hier ist ein anderes Niveau als etwa bei Hochhuth im Stellvertreter. Ist ein anderes Niveau. Und der enorme Erfolg der Deutschstunde hat hier doch damit zu tun, dass die Leser empfunden haben, meine Angelegenheit, meine Sache wird hier abgehandelt. Das war natürlich auch die Zeit, aber Freunde, Mitte der 60er Jahre, natürlich, der Umschlag. Ja, Aber meine Freunde, eine andere Frage. Wir haben über die Ermittlung gesprochen, ein rein dokumentarisches Werk. Nein, das ist überhaupt kein rein dokumentarisches Stück, sondern der Peter Weiß versucht wirklich eine Form zu finden, wie man literarisch mit einem Ding wie dem Holocaust umgeht. Und er findet die Form eines Oratoriums auf Basis eines tatsächlichen Prozesses, nämlich des Auschwitz-Prozesses. Naja, wer hat ja weitgehend die Berichte verwendet? Der FAZ von Nau. Ganz richtig. Aber es ist überhöht in Form eines Oratoriums. Ja. Und ich finde, so kann man mit diesem Text natürlich auch umgehen. Es ist übrigens ganz wichtig, da in diesem Zusammenhang mal wirklich zu sagen,
diese falsche Vorstellung, als ob man nicht fremdes Material wie in der bildenden Kunst nehmen könnte und trotzdem Kunst schreiben. Also mit dem Büchner hat es ja auch gemacht. Ja, ja, eben. Das Nein. Das brauchen wir hier nicht abzuhandeln. Ja, aber im Vergleich dazu ist der Siegfried Lenz, bitte im Film, also um Entschuldigung, in der Form subaltern. Ja, ich kann einen großen, sehr umfangreichen Roman mit einem Theaterstück, das auf Oratorium hin geschrieben ist, nicht vergleichen. Ich bin nicht imstande, aber man kann die Ermittlung sehr wohl miteinander vergleichen. Ich habe den Anspruch, dass man einfach für einen solchen Gegenstand auch die adäquaten literarischen Mittel finden muss. Ich will Frau Löffler unterstützen. Das, was mit subaltern gemeint ist, kann doch, also nach meinem Dafürhalten könnte man es doch so erklären, ein so großes Thema wie den Faschismus auf die herkömmliche Zwei-Figuren-Konstellation zurückzuführen, ist etwas subaltern, während sich Peter Weiß wirklich mal Gedanken gemacht hat, wie kriegt man ein so großes, anonymes Thema weg von der Tatsache, dass man jetzt jemand sagt, du hast dich zu entscheiden zwischen Gut und Böse und du musst sowas machen oder so. Denken wir doch nur mal an Peter Weiß, die Ästhetik des Widerstandes. Ja. Das ist nun wirklich der Versuch, auch in der Form mit dem Gegenstand angemessen umzugehen. Ja, Nämlich mit dem Gegenstand des Versagen der Linken, auch vor dem Nationalsozialismus. Ja, aber wir werden das alles heute nicht mehr diskutieren können. Ich fürchte, Don Carlos wäre bei euch schlecht weggekommen, weil ihr gesagt hättet, die großen Probleme der Epoche wären auf die Beziehung von mehrere Figuren. Ja, gut. Aber Freunde, wir müssen jetzt leider Schluss machen. Wir werden weiter diskutieren ohne das Publikum. Und wie immer sehen wir betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Thank you.